Grand Schlamm an der Lorelei oder Der Fotograf tanzt. Die Reportage eines außergewöhnlichen Konzerterlebnisses von Marc Daniel. Um sich den Sensationsgrad dieser Nachricht für Rockfans vor Augen zu führen, nehme man als Vergleich die Abschaffung der Mehrwertsteuer, Seehofers Parteiwechsel zur Linken und die Fertigstellung des Berliner Flughafens. Und zwar alles zusammen. Das läge dann etwa auf einer Stufe mit der Neuigkeit, dass sich Gitarrenlegende Ritchie Blackmore nach 20 Jahren stinklangweiliger Folk-Klampferei endlich wieder die elektrisch Verstärkte umschnallt und die Kracher seiner Bands Deep Purple und Rainbow spielt. Die Nachricht von Blackmores Open-Air-Show beim Monsters of Rock auf der Lorelei rockt sich per Mail vom Veranstalter in mein Redaktionspostfach hinein. Ein Knüller. Hör mal, Hümi, da müssen wir hin, sag ich zu Hümi. Hör mal, und wie wir das müssen, sagt Hümi zu mir. Hümi ist ein guter Freund, der wie ich zu den wenigen gehört, den eine labyrinthische Geschmacksverirrung in die Ecke des Hardrock trieb, in der man sich gefälligst zu schämen hat, zumindest nach Meinung der Geschmackspolizisten, die einem in den 80ern sofort Handschellen anlegten, wenn man keine Platte von Depeche Mode, The Cure oder Midnight Oil im Schrank hatte. Hatten wir nicht, sondern Deep Purple, Rainbow, AC/DC, Whitesnake, Uriah Heep, Van Halen und viele andere ganz gruselige Vertreter der rustikalen Betäubung. Rock'n'Roll, das ist mehr als eine Stilbezeichnung. Das ist ein Lebensgefühl. Ein Begriff, der feiern bedeutet, tanzen, rühren, trinken, das Vergessen von Ich und Welt. Dass sich nun einer der besten Seitenschrammler dieses Planeten auf das besinnt, was er auch in den letzten 20 Jahren hätte tun sollen, gehört dringend medial gestreut. Ein Konzertbericht für die Zeitung muss her, egal, ob ihn die Welt braucht oder nicht. Als Fotoreporter wird Hümi neben mir, als Schreiber, beim Veranstalter angemeldet, obwohl er nicht mal einen Fotoapparat besitzt. »Ich besorg mir einen«, gelobt der Kumpane. »Alter, da saufen wir uns die Hucke voll!« Ein Satz, der mich zusammenzucken lässt. Im Gegensatz zu mir verfügt Hümi über eine beneidenswerte Trinkfestigkeit und bessere Voraussetzungen, Promille über seinen Körper zu verteilen. Wenn Hümi ganz leicht einen Sitzen hat, bin ich kurz vor der Grenzüberschreitung zum Filmriss. Ich verdränge die Befürchtung bis zu dem Tag, an dem der Freund mit seinem T3, Baujahr 1987, vor die Wohnungstür rollt. Also einem übernachtungstauglichen Gefährt, das mit seiner Retro-Atmo und dieser Vermittlung von Freiheit auf vier Rädern genau das Richtige ist, um zwei alternde Männer ins Gefühl von Pubertierenden zurückzuvehikeln. Aus dem Fahrerfenster ragt Hümis Linke, deren Finger die Pommesgabel formen, also das Teufelshorn, Erkennungszeichen für die Anhängerschaft diabolisch rauer Musik. Im T3-Kühlschrank tanzt klimpernd das Bier unter den Bässen der auf volles Rohr gedrehten Lautsprecher und nachdem ich meinen Schlafsack ins Heck gepfeffert habe, werden die ausgedruckten DIN A3-Poster von Ritchie Blackmore's Rainbow an die Seitenscheiben geklebt. Die Faust vom Cover der Platte Rising wirkt da ausgesprochen gut. Die psychoanalytische Theorie spricht in diesem Fall von einer regressiven Phase. Laut Lexikon erfolgt ein zeitweiliger Rückzug auf eine frühere Stufe der Persönlichkeitsentwicklung mit einfacheren, primitiveren Reaktionen. Hümi dazu, ich hatte nie eine andere Stufe. Nach 3 Stunden Fahrt und dem Einwurf eines Snacks wechseln wir die Plätze. Während ich mich nun an der wackeligen Schaltung des T3 abmühe, klöpft sich Hümi das erste Bier auf und installiert eine Fluppe im Mundwinkel. Es ist 15 Uhr und die Straße frei. Die alte Möhre tuckert die Autobahn entlang, ab und zu wedeln uns Gleichgesinnte aus ihren überholenden Autos ihre Monsters of Rock Eintrittskarten entgegen oder recken anerkennend den Daumen. Nur einer deutet beim Vorbeirasen an, sich den Finger in den Hals zu stecken. Das ist eine gute Quote. Hümi öffnet die 2. Hopfenkaltschale und ich kann das nur begrüßen. Klarer Vorteil für mich, wenn er sich jetzt schon zulötet. Zu seinem Level aufschließen kann ich später, da reicht mir 1/16 seines Bierkonsums. 1,5 Stunden vor Beginn des Supports kredenzt der Himmel eine Frühsommerüberraschung. Innerhalb von 20 Minuten kübelt er die Niederschlagsmenge eines halben Jahres auf die Erde.
Im dichten Vorhang aus Regen erkennen wir gerade noch einen großen Parkplatz, jede Menge Ordner und den Campingplatz am Festivalgelände. Wir mühen uns Richtung Einfahrt des voll vermatschten Zeltareals. Rülpsend steigt Hymi aus, um nach einem Platz Ausschau zu halten und eine Naturdusche zu nehmen, als uns schon ein patschnasser Zottliger in Warnweste und Gummistiefeln auf dem weichen Weg entgegenschmatzt. Alles voll, ihr könnt umdrehen! Hymi setzt seinen ledernen Breitkrempenhut auf und dazu eine bedeutsame Miene. Hör mal, sagt Hymi, wir sind in wichtiger Mission hier oben. Ja, komm mir jetzt nicht so, jetzt musst du nur noch behaupten, du bist von der Presse. Aber sowas von! Mir egal, der Platz ist voll, dreht um! Nichts zu machen. 50 Meter weiter trennt ein unbefestigter Weg das flache Campinggelände vom Waldrand. Ich fahre da jetzt mal rein, beschließe ich. Und sehe gleich im Rückspiegel den kleinen, dicken, nassen Mann in grell-orangener Ordnerkluft hinter uns herhetzen. Da darf man nicht parken! Halt mal an, ruft Hymi. 2 Minuten später ist der Ordner ein paar Euro reicher. Das dürft ihr aber keinem sagen, sonst bin ich dran. Und wir parken exklusiv um die Ecke auf einem unberührten Fleckchen Rasen unter Bäumen nahe eines Weinbergabhangs. Rock'n'Roll, ruft Hymi. Und ich öffne das erste Bier. Der Niederschlag ist vorbei, als wir uns auf den Weg machen. Die Sintflut hat die Erde auf dem abschüssigen Areal in quaksend weichen Schlamm verwandelt. Der legendäre Regen von Woodstock ist ein feuchter Pups gegen das hier. Wer am Ausschank ganz oben Bier holt und mit Bechern den Abstieg wagt, muss balancetechnisch Bestleistungen abrufen und nüchtern sein. Ein paar Rocker haben schon mal den Boden gewalzt, wie die dreckigen Inseln auf Jeans und Lederkutten zeigen. Rock'n'Roll beim internationalen Grand Slam. Hymi hat die Prüfung bislang erstaunlicherweise bestanden und ist sehr guter Dinge, um nicht zu sagen blau. Thin Lizzy mit Frontmann Ricky Warwick legen einen ordentlichen Support hin, Manfred Mann's Earth Band Dito. Dann naht der Höhepunkt. Hymi setzt seinen Old Shore Handhut auf, schultert die Kamera und begibt sich schwankend in den Fotograben. Während der ersten 3 Titel dürfen die Presseleute fotografieren. Angesichts seines Zustands mache ich mir Sorgen um die Qualität der benötigten Bilder. Holt schon mal neues Bier für danach, ruft Hymi noch. Ich nutze die Gelegenheit. Für Hymi ein normales, für mich ein alkoholfreies. Bloß nicht die Becher vertauschen. Als ich zur Bühne zurückkomme, genieße ich den Einmarsch von Mr. Blackmore unter uhrenbetäubendem Jubel, den Purple Opener Highway Star und die irre Stimme des neuen Sängers Ronnie Romero. Am Ende von Titel Nummer 2, Spotlight Kid, schaue ich in den Graben. Ich erblicke 6 Fotoprofis, die mit wichtiger Miene Ritchie Blackmore ins Visier nehmen, wie die Metallhasen am Schießstand einer Kirmes. Und ich sehe einen Hymi. Der streckt nicht ganz standsicher die Arme weit von sich und tanzt und singt und jubelt. Eine Karikatur auf die Bedeutungsschwangerschaft all der umstehenden Kollegen. Glückselig taumelt er 5 Minuten später seinem Bier entgegen, er nimmt das Richtige, und präsentiert auf dem Display die durchaus drucktauglichen Bilder. Ich bin beruhigt. Respekt, sagt Hymi ein paar Minuten später. Dir merkt man gar nicht an, dass du auch was wegschlabberst. Och, sage ich siegessicher abwinkend. Jetzt geht's doch erstmal los. 2 Stunden lang saugen wir die einzigartige Gitarrenstimme des 71-jährigen Meisters in Schwarz ein. Mit dem für ihn typischen Bewegungsreichtum einer Stehlampe zaubert Blackmore auf seinem Werkzeug, verzieht kaum eine Miene und überlässt die Show dem Frontmann. Gesang zum Niederknien, das man sich nur wegen des modrigen Untergrunds erspart. Das Instrumentalstück Difficult to Cure, ein Gottesdienst der Musik. Unter Ritchies Saiten zersplittern die Klänge wie Glas. Beim nächsten Getränkegang legt sich am Bierwagen eine große Pranke auf Hymis Schulter. Aus einem etwa 2 Meter großen Jeans-Ganzkörper voller Aufnäher guckt ein Stoppelgesicht, das Hymi mit tiefer Bassstimme fragt. Sag mal, bist du nicht der Fotograf, der vor Ritchie getanzt hat? Hymi ist zu blau, um Angst zu haben. Ja, sehr, ruft er.
Der Jeansberg donnert seine Pranke nochmal auf Hümmis Schulter. Die Erde bebt ganz leicht. Geil, Alter, geil! Hümmi freut sich. Beim übernächsten Getränkegang, ich warte vor der Bühne, gerade rumpelt Richie Perfect Strangers, erwischt es meinen Kumpel. Ich erkenne ihn nicht sofort wieder, als er zurückkommt. Eine Schlammschicht bedeckt seine Klamotten wie Drachenblut den Körper von Siegfried von Xanten. Irgendwas passiert, frage ich. Du Arsch! Auf dem Rückweg zum exklusiven Parkplatz liebt man ihn sogar, den Matsch als Teil eines magischen Abends. Also ich zumindest. Im T3 zischen wir noch ein Bierchen. Es ist erst mein 5. oder 6. alkoholhaltiges. Also, ich bin fertig, lallt Hümmi, setzt sich zur Abendtoilette ins Gebüsch ab und versinkt dann auf dem Bett unterm Aufstelldach sehr bald in seliges Schnarchen. Eine Etage darunter verstöpsle ich mich mit Oropax und träume von Regen und wie ich in hohen Stiefeln durch ein riesiges Glas Nutella warte. Am Morgen, eine knappe Stunde bevor uns ein unfreundlicher Typ aufklären wird, dass wir auf Privatgelände stünden und den Platz schleunigst zu verlassen hätten, erwache ich. Hümmi schnarcht immer noch. Sein rechter Fuß ragt weit über das Bett hinaus und blickt quasi zu mir hinunter. Für einen kurzen Moment sieht es so aus, als formten sich die Zehen zu einer Pommesgabel. Rock'n'Roll, murmle ich beseelt und drehe mich nochmal auf die Seite.